meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wird es einen Rossmann Live Haul für euch geben. Der Max ist auch mit am Start. Ich bin's. Und wir sind zufälligerweise in der Maximilianstraße. Wie passend. Hier ist unsere Drehgenehmigung und ich war in meinem ganzen Leben noch nicht vor so einem großen Rossmann gestanden. Ich freue mich riesig drauf. Leider haben wir keinen bei uns im Ort. Ihr wisst, kleines Dorf und so. Und deshalb bin ich jetzt super gespannt. Wir machen eine Challenge draus. Und zwar habt ihr uns Fragen gestellt auf Snapchat und Instagram. Genau. Und die lesen wir jetzt gleich vor. Und ich habe noch eine riesen Überraschung für euch. Denn unser Einkauf wird dann an euch geben. Also wird es eine mega Verlosung geben. Und wir kaufen natürlich auch Sachen für uns ein, ist klar. Aber wir denken natürlich auch mit an euch und ich würde sagen, wir starten jetzt durch ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's. Ich glaube, es wird wieder ziemlich lustig mit Max. Ich lache jetzt schon die ganze Zeit, weil wir uns gegenseitig immer total veräppeln, um jetzt nicht verarschen zu sagen. Also, los geht's in den Rossmann. Und ich habe auch die Schuhe an, die mein Mann so hässlich findet. Ist mir doch egal. Max, findest du die auch hässlich? Er hat genickt. Okay, wir starten durch mit der ersten Frage. Der Max liest vor. Also von XX, Sky 1000 XX. Kauf deinen Kindern das Haarwachs-Gel-Spray, das sie am liebsten haben. Okay, habt ihr das verstanden? Der Max muss ein bisschen lauter sprechen, ne? Schimpft immer mit ihm. Ja. So, los geht's. Das wären dann die zwei hier. Das ist mehr so das Gel und das ist mehr so das Wachs. Aber okay. Ich würde sagen, wir nehmen das da, weil das fast leer ist. Okay, ich kenne mich da so null aus. Aber der Experte hat gesprochen. Okay. Und weiter geht's. Ey Max, schau mal. Die haben hier sogar Spielzeug. Das wäre doch was für dich, oder? Okay, kleiner Scherz. Ich verarsche wieder den Max. Also, nächste Frage, mein Schatz. Nächste Frage von Beauty Heaven. Sucht euch beide etwas, jeweils ein Produkt aus, das im Sommer nicht fehlen darf und vergleicht. Okay, der Max steht da drüben. Also ich wäre dafür, dass wir Sonnencreme kaufen. Sonnencreme darf nie fehlen. Oder vielleicht doch schön rasierte und glatte Beine. Ich überlege mal kurz. Sowas ist auch super wichtig für den Sommer. Oder was meint ihr? Oder sowas für nach dem Sonnenbad? Ist auch wichtig. Ich kann mich nicht entscheiden. Sonnencreme haben wir total viel zu Hause. Was ist denn das hier? Selbstbräunungsmilch. Sieht auch interessant aus. Nämlich für euch am besten eine schöne Sonnencreme. Und am besten finde ich diese hier. Die habe ich auch zu Hause. Dann geht die an euch. Ich habe mein Produkt. Sieht man. Ist da. Sieht gut aus. Okay, dann nimmst du das und ich nehme das. Wir sollen es ja noch vergleichen. Also ich würde sagen, wir sind ready für den See, oder? Du ja. Mit der Sonnenbrille und ich mit der Creme. Aber die Creme geht ja an euch. Der Max verarscht mich schon bitte. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Also, nächste Frage. Nächste Frage. Max soll dir was aussuchen. Okay. Von JJ. JJ was? Namjoon. Okay. Also, such du mir was aus. Und ich darf dir auch was aussuchen? Nee, nicht. Okay. Steht hier nicht. Okay. Also, da haben wir jetzt jemanden. Kinderwunsch. Schatz. Kinderwunsch habe ich jetzt im Moment auch nicht, aber vielen Dank. Du bist voll gemein. Ja, okay, dann suche ich weiter. Dann magst du es nicht, Leute. Merkt ihr das? Also ich nehme dann doch das. Okay, ich hoffe aber, da kommt ein Clown raus. Oh Mann, Max. Ich lache die ganze Zeit hier drinnen. Schaut mal, wie schön die aussehen. Sowas habe ich noch nie gesehen in der Drogerie. Voll edel. Schaut euch das an. Was kostet das? 1,95 Euro. Mega. Nehme ich auf jeden Fall eine Box für euch mit. Welche gefällt euch besser? Die oder die? Ich glaube, wir nehmen die. Ihr könnt jetzt leider eh nicht antworten. Also ich nehme euch die mit. Voll edel. Schade, dass es davon nicht zwei gibt. Aber der Max hat ja die hier für mich. Aber die finde ich jetzt nicht so schön, Max. Ist dir egal. Kaufe ein Produkt, was alle Familienmitglieder verwenden können und kaufe etwas für Bella. Oh, von wem? Kuss-Smiley. Kuss-Smiley von Conny Q 68. Oh, voll lieb, dass ihr an die Bella denkt. Okay, dann sind wir jetzt hier gerade schon bei der Tiernahrung. Unglaublich, was die für ein Sortiment haben. Hab ich ja noch nie gesehen, sowas. Meint Mama, wäre in irgendeinem Fachgeschäft für Tiere. Mega gut, finde ich das. Also, lass uns was Schönes für Bella aussuchen. Rind und Geflügel. Ah ja, okay. Das hört sich gut an. Sollen wir das nehmen für die Bella? Ja, das ist okay. Okay, da freut die sich. Wir nehmen auch oft das hier. Oder wir werden mit Flöhen und Zecken. Nee, die hat keine Zecken mehr, die Bella. Das ist richtig cool. Da habt ihr mir den Tipp gegeben. Und zwar Kokosflocken mit ins Futter. Und dann bleiben die Zecken fern.
So, und jetzt noch ein Produkt, das wir alle verwenden. Zahnpasta. Ja, das ist ja voll easy. Hast du jetzt total einfach gemacht. Ja, warum schwer, wenn es einfach geht? Okay, zwei. Nimm zwei, weil dann verlosen wir auch noch eine. Das ist Max, seine Lieblingszahnpasta. Zeig die mal eben. Okay, super. Der Max liebt die. 2,49 Euro kostet die. Und dann wollte ich euch hier drüben noch was zeigen. Ich nehme mir die jetzt auch noch mal mit, und zwar für die Zahnzwischenräume. Ich habe euch das schon so oft erzählt, dass das ultra wichtig ist, eben auch die Zahnzwischenräume zu pflegen. Und deshalb schauen wir jetzt einfach mal. Ihr seht hier die Größe. Also es gibt verschiedene Größen. Da müsst ihr halt einfach mal gucken. Und ich nehme jetzt diese hier und nehme euch auch noch eine Packung mit. So. Und das ist von der Rossmann Eigenmarke. Das seht ihr immer hier oben an diesem Zeichen. Das wusste ich vorher auch nicht. Und jetzt weiß ich es. Vielleicht wusstet ihr das auch nicht. Hier steht's. Und dann nehme ich jetzt hier noch mein liebstes Deo mit. Meins ist nämlich schon fast leer. Ich habe auch dieses hier getestet. Das finde ich aber lang nicht so gut wie dieses hier. Und ich nehme wieder zwei mit. Eine Packung ist für euch. Schaut mal, das ist eine ganz neue Marke, die eingezogen ist bei Rossmann. Ich habe mir das eben mal durchgelesen. Das klingt alles super interessant. Ich werde mir da jetzt mal was mitnehmen und auch für euch. Und diese Nose Stripes, die habe ich euch bei meinem letzten Haul gezeigt. Allerdings nicht diese hier. Ich werde die jetzt einfach mal vergleichen und werde euch dazu mal meine Meinung sagen. Ich nehme euch auch eine Packung mit. Und das Produkt hier finde ich auch super interessant. Schaut mal, porentiefes Waschgel mit Aktivkohle. Nehme ich mir mal mit. Und für euch auch eine Packung. Der Max schaut gerade noch nach Fragen, weil ein paar doppelt sind. Und ich stehe hier bei Alterra. Das ist wohl die Hauseigenmarke, also Naturkosmetik. Finde ich super interessant. Ich schaue mich da mal eben um und gucke mal, ob ich was für mich finde. Und der Max schaut weiter nach Fragen. Hast du schon wieder eine? Ja, ich habe eine. Achso, Mist. Aber ich guck gleich nochmal. Erzähl. Kauf dir eine Teesorte aus dem schönen Sortiment. Aus dem schönen Sortiment? Ja, aus dem schönen Sortiment. Wer fragt das? Zolder 71. Okay, ich wollte doch hier nochmal gucken. Also ich gucke trotzdem hier nochmal. Und dann gehen wir zum Tee. Also ich finde das hier interessant. Reinigungsemulsion mit Gletscherwasser. Okay, das geht mit. Und einmal für euch. Und jetzt gehen wir aber wirklich zum Tee. Okay, wir sind jetzt beim Tee und die haben tatsächlich ein wunderschönes Sortiment. Riesengroß, schaut es euch mal an. Und wir suchen uns jetzt einen leckeren Tee aus. Also für den Lissandro habe ich jetzt türkischer Apfel mitgenommen. Der liebt diesen Tee. Für mich diesen hier, Ingwer-Zitrone. Und der hier ist auch super lecker, den müsst ihr mal probieren, wenn es abends kalt draußen ist. Also natürlich jetzt nicht zu dieser Jahreszeit, aber wie gesagt, wenn es kalt draußen ist. Gestern zum Beispiel hat es auch super doll geregnet, da ist der richtig lecker. So, und jetzt machen wir mit Snapchat weiter. Ja, Melli A01. Okay. Wünscht uns viel Spaß. Danke. Haben wir gerade. Wir lachen uns die ganze Zeit kaputt. Jetzt die Yassi. Greife blind in das NYX-Regal. NYX-Regal? Ja, ja, genau. Max kennt sich voll gut aus. Und nehme die an Produkt. Liebe die Grüße. Haben hier leider keinen NYX. Wie sich das anhört. Nix. Die haben keine NYX. Ja, die haben hier NYX. Tut mir leid. Okay, nächste Frage. Nächste Frage. Was ist dein liebstes Abschminkprodukt? Wer fragt das? Die Celestina. Celestina. Celestina, mein liebstes Abschminkprodukt ist von Neutrogena. Da gehen wir jetzt direkt mal hin. So, jetzt sind wir bei Neutrogena. Und das sind meine liebsten Abschminktücher. Und ich nehme zwei mit, weil eine Packung dann an euch geht. Nächste Frage von Löckchen. Kaufe etwas für deinen Mann. Smiley. Achso, ja, so ein Emoji. Emoji, das stimmt der Lissandro. Okay, für meinen Mann. Was kauft mein Papa? Wir gucken mal. Wir schauen mal, was es hier so gibt. Wir sind ja auch hier gerade sogar schon in der richtigen Abteilung. Schaut. Ich nehme ihm jetzt die Bodylotion hier mit. Der hat nämlich eine von Aldi und oh mein Gott, die ist echt schrecklich. Also nichts gegen Aldi, wirklich nicht. Aber die riecht so nach Kokos, aber so richtig eklig nach Kokos. Und deshalb nehme ich mir jetzt eine gut riechende Bodylotion mit. Ich hoffe, er freut sich. Nächste Frage von Lea Kader 22. Ja. Gibt es etwas, das du schon immer haben wolltest, aber noch nie gekauft hast? Da würde ich die Frage eigentlich umstellen. Okay. Gibt es etwas, das du mal gekauft hast, aber nie haben wolltest? Okay, weil, hast du? Ja. Was? Im September haben nämlich viele von meinen Freundinnen Geburtstag gehabt. Freundinnen? Ja. Viele. Hast du viele Freundinnen? Freundinnen, keine Freundin.
fest. So, okay. Freunde. Ja, gut, also, weiter. Ja, und dann habe ich halt eben Geschenke gekauft. Mhm. Und dann habe ich halt 20 Nagellacke aufs Band gelegt. Okay. Und dann hat die Kassiererin mich halt auch etwas komisch angeschaut, ja. Also Produkte, die ich definitiv nicht kaufen wollte. Okay, 20 Nagellacke. Aber dafür haben sich dann natürlich die Freundinnen gefreut. Oh, der Max hat Freude bereitet. So, nächste Frage, die lese ich mal vor. Und zwar von der Chrissy-Anna. Kannst du den Silly Sponge, also das Tube von Rossmann, kaufen und testen? Okay, mache ich sehr gerne. Ich weiß zwar nicht, wo der ist, aber wir gehen mal auf die Suche. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, aber ich vermute mal hier, oder? Hier sind so Pinsel. Ansonsten müsste ich mal eine Mitarbeiterin fragen, aber wir gucken jetzt erstmal selbst. Aber es sieht nicht danach aus. Oder Max, siehst du so einen Sponge? So einen Silikon-Sponge? Der Max weiß nicht mal, von was ich gerade rede, aber okay. Also ich frage jetzt eben mal eine Verkäuferin. So, ich habe nachgefragt, die haben den leider nicht. Ja, tut mir leid, aber hier sind wir gerade. Ganz ja, spannend. Bei ganz tollen Theken, da waren wir noch gar nicht, da gehen wir dann aber gleich noch hin. Und ich wollte euch aber noch was sagen. Und zwar haben die eine richtig, richtig schöne Kinderabteilung. Ganz, ganz viele Spielsachen. Das Sortiment ist der absolute Wahnsinn. Ich muss euch das mal eben zeigen. Das habe ich noch nie gesehen. Schaut euch das an, wie viel Spielzeug hier ist. Ich finde das richtig cool. Also genial, echt. Nächste Frage von NT2704. Was ist deine Lieblingsnagellackfarbe für den Sommer? Und viel Spaß euch. Okay, für den Sommer, da trage ich eigentlich super gerne Nude. Und zwar im Moment von L'Oreal. Wir stehen ja gerade schon an der Theke. Ich zeige euch mal meine liebste Farbe. Und zwar ist es diese hier. Tada, die Farbnummer 114. Finde ich richtig schön. Einfach so ein Nude-Ton, total edel. Riechen super gut, wenn ihr euch die auftragt. Pflegen eure Fingernägel und ich habe ja einen, da würde ich sagen, nehme ich euch einen mit. Und das ist auch richtig cool hier mit den 30%. Leider endet das am 30. Aber ich finde es richtig klasse, dass Rossmann da immer so Rabattaktionen macht. Ne? Finde ich richtig genial. Und ja, der hier, der geht an euch. Voll schön. Schaut euch mal diesen Aufsteller hier an. Mega. Da suche ich jetzt noch was für euch aus. Ich habe euch das hier ausgesucht. Finde ich super edel. Richtig schön. Mega. Hier ist noch mehr Spielzeug. Der Wahnsinn. Und das in der Drogerie, oder? Also ich finde das richtig genial. Wenn man mal unterwegs ist und das Kind auf den Kindergeburtstag zum Beispiel eingeladen ist, ja, dann kann man hier ganz schnell noch was besorgen. Also ich finde das richtig toll. Und ich habe noch was gesehen, das muss ich euch auch noch zeigen. Hier gibt es sogar Produkte für die Schule. Der absolute Wahnsinn. Echt, ich war noch nie in so einem Rossmann, der so unglaublich viele Produkte und Produktauswahl in verschiedenen Kategorien hatte. Der absolute Wahnsinn. Schaut mal hier vorne zum Beispiel auch Kontaktlinsen und eben Mittel für die Kontaktlinsen. Hier habt ihr so Lesebrillen, Bücher für die Kinder. Ich brauche nämlich auch ständig was für meine Kinder, für die Schule. Könnt ihr euch ja denken, ne? Mit 4 Kindern, die in die Schule gehen. Und tada, hier ist die Revlon-Theke. Die dürfte ja ganz neu jetzt bei Rossmann einziehen. Hatte ich euch in meinem Event-Video erzählt. Ich wurde ja eingeladen nach Berlin und habe euch dazu auch ein Video abgedreht. Ein First-Impression-Video kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Mit meinem Alltags-Make-up und ich erzähle euch, was ich so von den Produkten halte. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen ins Video und ich bin jetzt echt total glücklich, dass es das eben jetzt auch bei Rossmann gibt. Und jetzt die nächste Frage. Von Kimberly Radke 24. Der Max soll sein Lieblingsprodukt holen und nachdem wir jetzt ja schon mein Haarwachs und meine Lieblingszahnpasta geholt haben, genau, haben wir uns jetzt hier für mein Parfum entschieden. Okay. Ist es dein Lieblingsparfum? Ja. Okay, dann nehmen wir das mit. Hier an der Theke, da kommt dann immer eine Mitarbeiterin und gibt euch das Parfum. Hier gibt es ganz, ganz viel Auswahl. Finde ich richtig gut. Und ja, jetzt gehen wir mal weiter. Ich brauche nämlich auch für uns noch ein paar Sachen. Die kaufe ich jetzt eben und zeige sie euch. Ich wollte noch einen Duft fürs Bad mitnehmen. Ich probiere einfach mal diesen hier. Mal schauen, wie der ist. Ich nehme noch das mit für uns. Voll das schöne Geschenkpapier. Ich nehme das mal mit. Ich nehme auch eins für euch mit. Ihr wisst ja, ich liebe es, Geschenke einzupacken. Okay, jetzt kommt's. Achtung, 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 eine Durchsage. Also das fände ich hier sehr schick. Schaut mal, was da drauf steht. Der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Ja.
Das wüsste ich auch gern, wer mir immer auf meinen Kopf macht. Nehmen wir das mit? Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ach ja, und Max, vorhin hatten wir ja das Thema Kinderwunsch. Sollen wir noch ein paar Pampers mitnehmen? Bitte. Bitte. Nein, ich bekomme kein Kind im Moment. Und hier nehme ich auch noch zwei von mit, und zwar für die Leonie. Wir haben nämlich ein DIY für euch gefilmt. Das Video dazu wird es in ein paar Tagen geben. Und da haben wir ganz schön viel von ihren Creme, Duschschäumen, wie auch immer sich das nennt, leer gemacht. Und deshalb nehme ich zwei Stück mit. Eben wie gesagt für die Leonie. Und dann nehme ich für euch auch noch was mit. Ich glaube, dass dieses Cotton Candy ganz gut sein soll. Und das ist auch ganz gut. Also, dann ist das hier jetzt für euch. Ich habe gerade das Produkt hier entdeckt, schaut mal, das habe ich noch nie gesehen, und zwar kann man damit seine Haarbürste reinigen. Finde ich genial, nehme ich auf jeden Fall mit. Wo ist denn jetzt der Max hin? Das ist so eine Männerkrankheit, ne? Die rennen immer davon, echt. Vor allen Dingen, wenn man in einem Drogeriemarkt ist. Ja, dann wäre auch schnell wieder raus. Ich wollte gern das mal ausprobieren, schaut mal, diese Handlotion mit erfrischender Gurke. Okay, nehmen wir mal mit. Die Produkte hier finde ich auch super interessant. Denkt dran, eure Füße zu pflegen, meine Lieben. Nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Die tragen uns durchs Leben, unsere Füße. Denkt da immer dran, ja? Ich liebe zum Beispiel diese Fußbutter hier. Die verwende ich ständig. Ziehe mir dann dicke Socken an abends zum Beispiel. Und somit pflege ich dann meine Füße. Und dann nehmen wir noch Shampoo mit für meine Kinder. Beziehungsweise ich nehme immer dieses hier. Genau, das habe ich euch schon in meinem Aufgebraucht-Video gezeigt. Ist auch im Moment im Angebot. Und deshalb darf das jetzt mit. Das ist ja Wahnsinn, was die hier alles haben, ne? Also es ist echt verrückt. Und jetzt nehme ich euch noch meine liebste Bodylotion mit von Dove. Und zwar kostet die 4,95 €, ist nicht gerade günstig, aber ich habe euch die schon ganz oft gezeigt und die ist echt mega. Und die geht jetzt an euch. Und Sachen für den Haushalt gibt es hier auch. Der Wahnsinn. Also wie gesagt, ich bin schwer begeistert gerade, ne? Ihr merkt schon, keine Sorge, ich bekomme dafür kein Geld hier. Ich will es nur mal erwähnen. Okay, nächste Frage. Nächste Frage von Jasmin2x. Kauft was für Max? In Klammern ein Kissen. Und ich bin das ist ein Insider. Auf das Kissen. Okay, lasst uns ein Kissen suchen. Das ist ein kleiner Insider. Wer hat's verstanden? Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, Pech gehabt. Der Max bekommt kein Kissen. Das hatten sie nämlich vor 14 Tagen. Jetzt schade. Nicht mehr, bei der Ideenwelt. Das müsst ihr nicht verstehen. Das war echt ein Insider. Das war so lustig. So, und jetzt gehen wir zur Kasse. Das haben wir jetzt für die Fahrt und das ist fürs Frühstück. So, meine Lieben, das war's von unserem Live-Rossmann-Haul. Ich habe 150 € ausgegeben, 148,50 €. Ich habe mir im Nachhinein aber noch ein paar Kaugummis gekauft, deshalb genau 150 €. Ganz schön viel Geld, ich weiß, aber wir haben nichts Unnötiges gekauft. Das war mir ja super wichtig und ganz viel für euch. Und ich habe einen Strafzettel. Scheiße, Moment. So, meine Lieben, ich bin gerade total geschockt. Ich habe einen Strafzettel bekommen über 20 €. Oh mein Gott, das ist mir noch nie passiert. 20 €. Ey, ich bin so sauer. Man muss hier eine Parkscheibe reinlegen. Das hatte ich nicht gewusst. Ich dachte, man kann hier einfach auf diesem Rossmann-Parkplatz parken. 20 €. Boah, ich bin so sauer. Ja, okay, egal, ist ja jetzt nicht eure Schuld, ist ja mein Fail, ist mir noch nie passiert, habe ich schon erwähnt. Also 150 € bei Rossmann, was auch eine Stange Geld ist, aber wir haben nur Dinge gekauft, die wir wirklich benötigen. Und ganz viel für euch, die Dinge, die ich verlosen werde, werde ich euch jetzt mal einblenden, könnt ihr mal schauen. Eine ganze Menge, ich hoffe, ihr freut euch. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch dazu mal unten in die Infobox. Schaut vorbei, falls ihr gewinnen möchtet. Und der Max lost aus, das seht ihr dann in einem Vlog. Und der Max hat jetzt auch schon ein paar Sachen nochmal rausgesucht, ein paar Namen von denjenigen, die wir jetzt nicht drangenommen haben, weil es einfach sonst zu lange wird, das Video. Er liest die jetzt mal vor und ich wollte euch noch sagen, dass heute ein
eine Live-Rossmann-Haul von meinem Schatz Steffi online geht. Unsere Mamako Beauty. Das Video dazu verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Sie geht nämlich mit ihrer Mama shoppen. Wird bestimmt auch total lustig. Schaue ich mir jetzt heute auch an. Und der Max liest jetzt, wie gesagt, noch ein paar Namen vor. Und ja. Erzähl mal. Also, Grüße gehen auf jeden Fall noch raus an die Jenny Apik, an die Theresa, an die Birgitta Sailor, an die Anna14XX, an die Watchrock It's My World, an die Zolder71, Kerstin Samira78, an die Besnoflo und an die Xmara293X, Steffi Mia23. Oh Gott, sind das viele. Das sind so viele, die können wir jetzt alle gar nicht vorlesen, sonst wird das Video zu lange. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, dass euch unser Rossmann Live Haul gefallen hat. Jetzt verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mua. Tschüss! Tschüss!